Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zum heutigen Stream, ne? Ja. Ich war bis gerade noch kurz mit meinen Hunden draußen, deswegen habe ich noch mal kurz den Vorspann hier ablaufen lassen, beziehungsweise das Intro. Auf jeden Fall ein paar Infos, die ich jetzt erstmal für Twitch raushauen kann. Ich habe ja gestern gesagt, ich gras jetzt nochmal alles ab, was ich letztes Mal gesehen habe, und das habe ich auch getan. Beispielsweise habe ich hier oben die Kiste geholt, habe hier alles nochmal abgegrast. Den Punkt hier, den wollte ich eigentlich gar nicht einnehmen. Das ist tatsächlich aus Versehen passiert. Ihr werdet mir eh nicht glauben, wie es passiert ist. Also, da waren mehrere Laster, darunter auch so zwei Tanklaster. Die sind da reingefahren. Da waren dann so ein paar von diesen Gyrelos oder wie die heißen. Sind dann da hingerannt, die haben sich beschossen, die standen dann nah bei den Gasdingern und die haben sich dann alle zusammen hochgejagt. Ich habe das Ding wirklich nicht mit Absicht eingenommen. ja. So ist die Geschichte dort passiert. Also, es war genial anzusehen. Ich habe einen Schnellreisepunkt, den ich mir eigentlich gefühlt gar nicht verdient habe. Das Einzige, was ich. Nee, noch nicht mal das. Die haben auch das Schild irgendwie offenbar vorher kaputt bekommen. Jedenfalls, den Punkt habe ich eigentlich nicht eingenommen. Den haben die vollkommen allein eingenommen. Ich habe auf jeden Fall schon die Gorillos losgeschickt. Ich habe mir die AS voll gegönnt, also das neue Gewehr. Hab das aufgebessert, also da ist jetzt der beste Laserpointer dran. Das kleine Zeug habe ich hier schon mal gelootet. Nur das große Zeug nicht. So. Hier muss ich einen Laster mopsen. Und wenn ich einen Gefängnislaster nehmen. Ach, sehe. Der wird auch direkt gemopst. Den muss ich noch abliefern. Den kann ich nicht scannen. Ach, hier. Der Heli ist hinter mir explodiert, oder? Was soll denn das immer? Ich hab den doch perfekt geparkt. Meine Güte. Die sind so empfindlich, diese Fahrzeuge. Ich habe jetzt, glaube ich, offscreen mitgezählt, schon 20 Mal gehabt, dass mir die Flugzeuge, auch diesen Gyrokopter, mitgerechnet, einfach nach dem Bugtor gehauen sind oder mich einfach umgebracht haben, obwohl nichts passiert ist. Ich verstehe das manchmal nicht. Ich steig aus, bin am Boden und dann auf einmal, tschüss, ich hau ab. Okay, und dann kackt das Spiel auch noch ab. Sunny schreibt mich hier an, ob ich Bock gerade habe auf Smash. So, nochmal den Weg fahren. Beziehungsweise fliegen. Weiß man was? Diesmal kann mich der Heli. Ich bin am Yachthafen. Egal, was passiert. So, ist mir egal, wo du abstürzt. Was? Der Truck, mach ihn nicht kaputt. Fahr, als hättest du ein großes, süßes Fili-Baby hinten drin. Ein süßes Fili-Baby, verstanden. Oh, du bringst Baby Fili. Das Ding muss ich mitbringen. Am besten erstmal den weg. Ja. Da vorne ist einer, der wird niemals im Leben bemerkt, wenn er tot ist. So, der ist weg. Der ist auch weg. Hola, Perrito. Da habe ich auch noch einen entdeckt.
Da hinten ist ein Hai. Warum habe ich den markiert? So, der ist weg. Wenn der Hund stehen bleibt, erschieße ich den auch. Ich weiß, der Schuss war jetzt nicht so gut. So, dich da hinten erlege ich jetzt. Ein bisschen zu weit nach links. So, der Weg ist frei. Und einfach nur, um die Verwirrung ein bisschen anzuheizen. Have fun! Wo muss der hin? Ein äußerst gestohlener Truck ist unterwegs. Perfekt. Okay, schick ihn direkt in meine liebevolle Umarmung. Aber lass dich nicht verarschen. Sei eine Katze in der Nacht. Okay. Geschmeidige, sexy Katze. Muss aufpassen, dass der Laster nicht kaputt geht. Ich kann ja was mit Hunden anfangen. Geht Jory so auch so? Dahin muss der. Ich bin schon mal auf dem richtigen Weg. Der Wagen darf nicht kaputt gehen, deswegen gehe ich jetzt nicht auf Risky. Ich fahre den jetzt einfach dahin. Ja genau, bleibt von der Straße weg. ...1300 Meter. Also so eine Strecke, die kann ich ruhig Offroad fahren, aber jetzt nicht einmal den Berg runter, wo die Gefahr besteht, dass der Insel in die Luft fliegt. Fände ich nämlich nicht so geil. Und Sunny schreibt mir hier die ganze Zeit. Junge, ich bin am Stream, ich hab's dir sogar gerade geschrieben. Hör auf, mich wegen Smash zu nerven. Ich weiß, da ist ein neuer Charakter dazu gekommen, den du dir eben immer gewünscht hast, aber trotzdem. Ich streame samstags immer irgendein Multiplayer-Spiel. Ich frag die da, ob die Zeit haben. Und dann sagen die nö. Also klar, das hier ist eigentlich auch ein Multiplayer-Spiel. Könnten sich... Sunny würde mitmachen, könnte er es sich leisten. Und die anderen wollen nicht. Ich wollte ursprünglich ja auch über PS4 das Spiel kaufen, damit ich das mit ihm scheren kann. Aber da hatte ich irgendwie Probleme. Und zwar massive. Wenn ich kann, würde ich aber umtauschen, dass ich mit ihm zusammenspielen kann. Aber ich kaufe mir nicht dasselbe Spiel zweimal. So, was... Hat er nicht gesehen. Ja, und der Held braucht rum. Oh, ein schönes Gewehr. Pinga. Was läuft denn hier? Felis Magie, Baby. Ja, was denn? Was drauf für Styropor? No. Weißes Gold. Schwer zu kriegen, brennt aber echt wie Sau. Was? Alles hat mehr als einen Zweck, Held. Sogar du. Ich gehe für Styropor fast drauf. Für Styropor habe ich meinen Arsch riskiert. Der Typ war doch eine Vollmeise. Okay. Welche Mission ist denn das? Wir machen mal als nächstes... Finde diesen komischen Maxi. Der ist da hinten. Ach nee, warte, das sind die von Clara Garcia. Auf der Karte nochmal markieren. Da will ich hin.
Sieh mal einer an. Danke. Ich guck mal übrigens kurz hier im Inventar, was bringt mir denn robuste Dichtungen ein? Recyceltes Glas, recyceltes Glas, robustes Plastik. Natürlich krieg ich diese scheiß Dichtungen nur über diese Mission. Nee, hier. Krokodile. Oder Wildschweine. Ich könnte Wildschweine jagen gehen, dann hätte ich ein paar. Berglöwen. Hirsche. Jaguare. Und die Alphas, die geben Platin. Es gibt manchmal so einen Alpha, der irgendwo rumläuft. Die sind besonders stark, die Viecher. Hatte mit einem das Vergnügen, der hat mich umgenietet. War offscreen. Wie oft gehen wir die noch raus, Papa? Wann soll das enden? Camilla, Sie sind Familie. Ich sage, wir hören auf. Schön, du hast aber nichts zu sagen, weil das nicht dein Lager ist. Was ist denn los? José hat unsere Leute. Er will sie auf dem Verdera-Platz hängen. Ihre Schuld, dass sie erwischt wurden. Es ist deine Schuld. Wie oft habe ich dir gesagt, sie müssen lernen, was es heißt, Teil der Guerilla zu sein, von uns. Aber du hörst nie zu. Vertraue und dir wird vertraut. Das gefällt mir nicht. Also was? Wir lassen sie einfach zurück? Merda, das kenne ich ja. Kleines Team. Wir fünf. Wir gehen rein, holen unsere Leute. Wer uns in die Quere kommt, stirbt. José hat Militär vor Ort. Jemand muss sie beobachten. Naja, die Kirche hat einen Glockenturm. Von dort aus kannst du alles sehen. Ah. In der Nacht vor der Hinrichtung bleibst du im Turm. Dann bemerkt keiner, wie du hochgehst. Ich hab was für dich, Held. Ein Fili-Gewehr mit Hochleistungsvisier. Oh. Ich bring die Waffe hin. Miguel, Camila und ich sind auf dem Platz. Krieg ich jetzt ein neues Scharfschützengewehr? Fili wartet beim Funkturm. Und keine Handys. Und der aus Hasta el Final, Camila. Let's go. Okay. Ich kann mich hier da einfach hin teleportieren. Weil ich war ja schon mal dort. Ich muss da jetzt nicht extra hinreisen. Habe ich jetzt endlich den scheiß Schlüssel für den Glockenturm? Hier ist Miguel. Miguel? Wo ist Carlos? Beschäftigt. Schaffst du es zum Glockenturm? Ich denke schon. Gut. Unentdeckt. Ich habe dich dort gelassen. Lass dich nicht von den Soldaten sehen. Okay. Ich wünsche dir viel Glück. Ungesehen. Darf ich sie erschießen oder zähle ich dann schon als gesehen? Obwohl, nee. Ich muss unbemerkt da oben hinkommen. Die werden die Leichen spätestens im Nachhinein dann sehen. Ich kann hier mal kurz gucken. Da ist einer, da ist einer. Da oben will ich hin. Von hinten könnte ich rein. Von denen kann ich keiner schießen. Ja, hier könnte ich hochklettern. Easy going. Wurde vom Geheimen gesehen. Und jetzt kriege ich ein schönes Gewehr. Oh, die haben einen Panzer. Da hilft mir mein Maschinengewehr nicht. Wir sind auf Position. Okay, Hilfe. Bin da. Lass den Motor laufen. Suerte. Sollte ich nicht einfach direkt auf ihn schießen? Dann wäre alles erledigt. Nicht feuern, bis ich es sage. Jarana! Ihr ehrt mich heute mit eurer Anwesenheit. So wie ich euch mit der meinen. Dies sind die falschen Jarana und sie haben keinen Platz hier in unserem Paradies. Der Alejandro. Kokomas. Als Strafe
für ihre Verbrechen. Ich werde sie rächen, beziehungsweise retten, wenn es möglich ist. Wie gehen wir vor, Carlos? Carlos! Scheiße. Och, Feli! Hat man mir jetzt einfach nicht vertraut und mir deswegen ein kaputtes Gewehr gegeben? Was sollte das mit dem kaputten Gewehr? Ich muss da weg. Ich sollte nur als Ablenkung dienen, oder wie? Hätte er das Ding früher bemerkt, hätte er sein Patrick wegwerfen können. Ja, ein toller Plan. Hättet ihr mir nicht hier so ein Scheißgewehr gegeben, ne? Andere wird hier sterben. Wir müssen los. Herr Spada! Ich nehme ihn. Du deckst mich. Verstanden? Jetzt muss ich hier jemanden durchtragen. Danny, wir müssen ihn verdammt nochmal hier rausbringen. Dann komm mal her. Ich nehme ihn. Hallo, Feli ist in der Richtung. Ich geb dir den. Komm, Feli. Wo bist du? Ich komm nicht rein. Feli, dir tritt ich noch in den Arsch. Quapo, hol ihn dir! Er ist schwer verletzt. Okay. Bist der einzige Angriff, den ich gerade losschicken kann. So, hab ihn. Ah, ich habe einen netten Schuss gerade, fällt mir auf. Ich kenne eine bessere Reihenfeuerpistole. Muss ich überhaupt damit nachladen? Ja, muss ich. Die hat zwar unendlich Munition, aber ich muss trotzdem nachladen. Auch wenn mir nicht angezeigt wird, wann. Meins. Das war gerade wichtiger. Ich mach mal deinen Job, ne? Komm her. Ich bring dich durch, keine Sorge. Easy. Weiter. Los. Gut, dass ich das mit den gezielten Schüssen, glaube ich, draufgepackt habe. Bleib in der Nähe. Ja, dann komm endlich! Sonst trete ich dir persönlich in den Arsch. Quapo, kommst du eigentlich auch mal? Weißt du, in dieser bleib in der Nähe. Ja, beweg dich auch mal. Da ist nix. Und die bewegt sich kein Stück. Ihr Vater ist ja in die Luft geflogen. Jetzt aber schnell raus hier! Ja, komm, mach hin, schnell! Hau dir ab, hey! Los, Fili, los! Und jetzt darf ich jeden abschießen, ne? Dale, Fili, schneller! Mach schon so schnell, ich kann mit dir!
Warte mal. Dafür ist die hier doch perfekt. Ich sehe sie. Freue mich ab und in den Schuss mit dir. Das wird jetzt lustig. Warte mal. Die weg? Spaß rausholen. Die braucht einen Moment. Es ist ein bisschen schwer mit der zu zielen, weil die einen sehr, sehr starken Rückstoß hat. Er hat's nicht geschafft. Na komm. Tschüss. Tschüss. Tschüssikowski. Ich hoffe, ich habe mir gerade nicht selbst den Weg verbauert. Ich habe mir den Weg selbst verbauert. Das hast du super gemacht, Shining. Bravo, du hast dich selbst in die Luft gejagt. Ich kann mich halt leider nicht da vorne draufstellen, ne? Erstmal den Fahrer umnieten, dann das Auto. Ey, die Minigun ist halt wie gemacht hierfür, ne? Okay, hab's getroffen. Fährt aber auch komisch. Nee, ich weiß gerade nicht, auf was ich mehr achten soll. Hab ihn erwischt. Hi, hi. Bleib bei mir, Hando. Bleib bei mir. Hallo? Als ob mich so ein Heli stört. Ich hab ne Minigun. Mit explosiver Munition drauf. Du störst mich null. Ich habe auch unendlich Granaten. Der kann gar nicht erst zum Losfahren. Achso, da oben ist ein Heli. Daneben. Der Heli ist gerade schlimmer. Kann mich nie um den Wagen kümmern. Ich sag doch, der Heli ist schlimmer. Ich hoffe, es gibt so einen Zwischenspeicherpunkt. Nicht, dass ich von vorne immer komplett machen muss. Ich muss immer komplett von vorne machen. Weißt du mal was? Ich nehme jetzt den. Tschüss.
Und das Ding lade ich jetzt einmal kurz voll. Tschüss! Tschüss! Was ist da passiert? Wo ist Carlo? Er hat's nicht geschafft. Papa! Finger! Kacke daneben! Den kann ich jetzt nur noch so abschießen. Jetzt schieß schneller! Ich meine, da irgendwo kam beim letzten Mal ein Auto. Tschüss. Ein Problem weniger. Den muss ich so abschießen. Ich hab's gesehen. Ein Treffer. Jawohl. Und ich hab den Piloten direkt mitgekillt. Erwischt. Ja, Raketenwerfer ist auch gut hier für diesen Einsatz. Irgendwo da kam Heli, genau. Man muss so ein bisschen veraimen, weil der Wagen sich erstens noch bewegt und zum anderen der Heli dasselbe tut. Okay, beides erledigt. Ich kann den Wagen nicht reparieren. Wenn er Fratze ist, ist er Fratze. Und momentan scheint nicht schön zu können. Was war los, Danny? Du solltest uns Deckung geben. Das Gewehr hat geklemmt. Miguel hat mir eine defekte Waffe gegeben. Verdammt! Ich wusste, dass man diesem Stück Scheiße nicht trauen kann. Die wussten, dass wir kommen. Das ganze Ding war eine Falle. Binger! Da hatten wir dann wohl einen Saboteur. Bleib bei mir, Hermanito. Dale, dale! Hinten auf den Tisch. Atmet er noch? Kein Puls mehr. Halt durch, Randro. Wir werden ihn retten und der kriegt erstmal Arschtritte. Billy, gib mir eine Minute! Was du auch denkst, Camilla, lass es. Wieso war es nicht dein Bruder? Wir wissen, dass er ein scheiß Verräter ist. Und was ist mit Philly? Der kennt sich mit Sprengstoff aus. Espada! Dein Papa hast du gerettet, aber an mich hast du nicht gedacht. Mich hast du in dem beschissenen Lager zum Sterben zurückgelassen. Philly, wir verlieren ihn! Du denkst, dein Papa hat es schwer? Stell dir vor, was José einem Mann antun kann, wenn er die Zeit hat. Erstmal den da retten. Ich hätte das ganze beschissene Lager verraten können, hab ich aber nicht. Verfickte Monteros. Die sind alle tot, Camilla. Castillo hat schon gewonnen. Ich würde jetzt nicht sagen, er hat einen Tod verdient, aber zumindest einen Arschtritt. Weil wegen ihm ist jetzt der Montero tot. Steh ganz ruhig, ein Löwe kommt zur Ruhe.
bevor ihr tötet. Sí, Papa. Schieß mich! Das ist arschig. Inzwischen weißt du ja von unserem großen Sieg im Westen. Carlos Montero ist tot. Seine Guerrieros sind auf der Flucht. Die Tabakfelder sind sicher. Feuer! Komm, Mirta, gib mir das. Jen! Auf lebenden Tieren Schießübungen machen. Und das auch noch zum Spaß. Werden, Diego. Hätte ich es gewusst, hätte ich ihm gesagt, dass die Wurzeln der Monteros sehr tief in das Land reichen. 200 Jahre tief. Ja, Onkel, ich wollte dich überraschen. Diego, wie viele der Soldaten deines Onkels kommen vom Land? 80%, Papa. Korrekt. Und jetzt hat er einen Märtyrer gemacht aus dem berühmtesten Montero. Mal sehen, wie viele von seinen Soldaten jetzt noch das Paradies wieder aufbauen wollen. Die werden das schon schaffen, ich glaube an die. Das war Diegos letzter Vogel. Lauf. Was? Lauf. Buen Dedo. Er hat es zwar verdient, aber verstehen tue ich trotzdem nicht, warum er jetzt veranlasst hat, auf seinen Onkel zu schießen. Das ist in jeglicher Hinsicht trotzdem falsch. Hola, Danny. Okay. Ich konnte dir noch gar nicht dafür danken, dass du mein Leben gerettet hast. Du und Camila hättet mich zum Sterben zurücklassen können, aber das habt ihr nicht. Ja, und das, obwohl du die verraten wolltest. Aus Verdera hat sich gemeldet. Er hat die Machete von Papa. Sie ist alles, was von ihm geblieben ist. Ich will sie zurückholen, aber ich bin nicht in der Verfassung. Papa ist meinetwegen tot und ich kann noch nicht einmal das für ihn tun. Der Priester erwartet dich, Dani. Gracias, Dani. Gracias. Ich werde sie dir holen, keine Sorge. Das ist das Mindeste. Okay, einmal kurz rüber. Ach ja. Diese Antilos, wie hießen die nochmal? Namen kann ich mir nicht so gut merken. Castillo, so hießen die. Sind schon richtige Arschlöcher. Lara, wir sind direkt in eine Falle getappt. Carlos ist tot und seinem Sohn Alejandro geht's ziemlich dreckig. Danny. Du darfst diese Familie nicht zerbrechen lassen. Wir brauchen die Monteros nicht nur, um José dran zu kriegen. Wir brauchen sie, um Esperanza einzunehmen und seinen Onkel Anton zu stürzen. Sieh, Clara, ich krieg das hin. So, die packe ich jetzt erstmal wieder aus meinem Inventar. Und die RPG wechsle ich auch mal vorübergehend mit dem Bogen aus, falls mal irgendein Vieh vorbeikommt. Wir sind in der Kirche, da werden die Waffen nicht rausgeholt. Kann ich dir helfen? Sind Sie Padre Pietro? Sí. Alejandro sagte, dass du kommen würdest. Ich erinnere mich noch, wie ich Carlos mit seiner Frau vermählt habe. Lang ist's her. Schöne Erinnerung. Die Machete ist weg. Was? Was ist passiert? Verfluchte Soldados. Wahrscheinlich sind sie in ihrer Lieblingskneipe, La Raja. Ich markiere sie auf deiner Karte. Gracias, Padre. Das ganze Chaos tut mir leid. Ja. Nur wegen uns hat er solch ein Problem. So, wo muss ich hin? Dahin. Ja, mache ich doch so. Ich gehe von hier aus, dann kann ich die Kiste mitnehmen. Hier ein Schmuggelgut. Also die Kiste. Da sind auch noch Pumas, das heißt, da kann ich Dichtungen holen. Und ich mache jetzt extra einen Absprung, damit ich einen schnelleren Weg dorthin habe. Warum habe ich mir nicht die erste Kiste markiert? Da will ich ja zuerst hin.
Alejandro, wie geht's dir? Gut, denke ich. Hast du die Machete? Noch nicht. Sie war nicht in der Kirche. Cojones, wo könnte sie sonst sein? Mach dir keinen Kopf. So, ich kümmere mich. Eine Kiste. Ja. Nehme ich gerne. Eine Häftlingshose. Was ist? Ich wollte nur sagen, ich weiß, dass es... Im Übrigen, mit der Häftlingsmaske kann ich von vorne Takedown. Ich habe mir das mal ganz kurz letztes Mal angeguckt. Dann kann ich sie immer von vorne niederstechen. Und die Häftlingskleidung ist das genaue Gegenteil von dem, was ich jetzt anhabe. Nicht jeder kann vergeben wie du. Es steht mir nicht zu vergeben, Alejandro. Du tust dein Bestes. Mehr kann ich von niemandem machen. Ah, da vorne ist ein Pärchen. Okay. Tut mir leid, ich brauch's dringender. Ich sagte, ich brauch's dringender. Ich hatte ein bisschen zu hoch gezielt. Ein ganz kleines bisschen. Beides ist eh am selben Ort. Ich gehe zuerst zu der Libertatskiste, wenn ich kann. Weil das scheint ja in den Bergen zu sein. Außer sie ist komplett auf der anderen Seite des Berges, dann denke ich mir Scheiß drauf. Langsam. Das muss die Bar sein. So, das war ein schnellerer Weg. Vorsicht, Flammenwerfer. Tschüss. Scharfschütze. Tschüss. Da ist iranisches Waffengut. Hier muss ich vorsichtig sein. Komm ich da hoch? Ja. Sanitäter. Da wäre am praktischsten einfach mit einem Raketenwerfer rein, oder nicht? Warte mal, ich hole erstmal die Kiste. Damit ich die schon mal habe. Für eine MP. Eine schlechte sogar. Okay, die sind eh angetrunken. Und schon sind sie aufgeschreckte Hühner. Irgendwie erscheint es mir unfair, wenn die sich eh kaum wehren können. Hi. Bye. Ich hole mir mal eben kurz meine Pfeile von euch wieder, ne? So, wer von euch Dreckigen hat denn jetzt die Machete? Ich bring dich nach Hause. Alejandro, ich hab sie. Oh, scheiße, Gott sei Dank. Die Machete deines Vaters sollte einem Montero gehören. Und das wird sie auch. Gracias, Danny. Du hast getan, was ich nicht konnte. Bis bald. Na komm, wenn ich jetzt irgendwie da noch drankommen sollte... Nee, ist ein Berg. Obwohl... Kletterhaken, dann komme ich da vielleicht dran. Je nachdem. Einmal nach oben. Jo, jo, jo. So, komme ich hier noch weiter nach oben? Nee. Habe jetzt nicht wirklich Lust, den ganzen Weg... Ich muss den Weg so zurück. Ich darf mich nicht porten. Also ich darf mich hier importen. Warte mal. Selber Punkt nochmal, nur diesmal mit Absprung.
brauchst doch nicht direkt so wie am Spieß zu schreien. Ist doch alles gut. Im Hintergrund streitet ein Familienmitglied übers Telefon. Ich weiß nicht, ob man es hört. Aber es passiert gerade und ich finde es nicht schön. Aber bei solchen Geschichten halte ich mich persönlich lieber raus. Ich brauche was mit PS. Hallo. Soll schon mal einsteigen? Immer missbrauchen die mein Radio. So. Hab's eingepackt. Keine Ahnung, was ihr gesehen habt, aber ich habe perfekt eingepackt. Weißt du, ich habe meinen Arsch auch noch riskiert, um den Typen, der uns verraten hat, rauszuholen. Hab dafür einen Gefängnislaster gemobst. Und das ist ein Dank. Alle verraten. Defendiendo a su gente con su valor y sin dar ni un paso atrás. No llores porque Carlos Montero partió con ideas de libertad. Ich weiß nicht, was er singt. No esté con nosotros, aber das ist wahrscheinlich irgendein Sterbelied in Spanisch. Wir haben dich gerettet, aber das heißt nicht, dass wir dich wollen. Komm schon, sein Vater wird beerdigt. Carlos für Alejandro? Ein Scheißtausch. Alejandro? Das war genug. Geh. Die Familie zerbricht. Espada, er ist dein Bruder. Ja, nicht deiner. Wie geht's dem Bein? Ich kannte deinen Vater nicht, aber meine Familie arbeitet seit 50 Jahren auf diesem Land. Ich habe Infos zu General José. Ich gebe dir seine Tenientes. Por favor. Ihr braucht neue Uniform, Compais. Schließen sich uns gerade welche von seinen Männern an? Ruhe in Frieden. Dani, hier ist Clara. Was immer du gerade machst, hör auf damit. Una nueva operación? Eine Chance, den Löwen in seine Höhle zu erschlagen. Komm zu mir nach Esperanza. Ich schicke dir ein Bild vom Libertad-Unterschlupf. Wenn du zu einem Guerrillero kommst, der Wache schiebt, frag nach der Nachtschicht. Was, der Nachtschicht? Gut, Clara, ich bin unterwegs. Ich werde nicht mit Wampern schon anfassen. Nein. Ich kann nicht schlafen. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich José und seine drei kleinen Schweinchen von der Kirche. Ich will die Motherfucker tot sehen. Weißt du, dass ich Augenkontakt mit einem hatte? Der Hijo de Puta hat gegrinst. Ich mach mich auf den Weg. Wo findet es statt? Da. Da kann ich einen Absprung hinmachen. Da war ich auch schon mal drin, das heißt, das wird easy. Hey, Dani. Hey. Hallo. Ich bin gleich beim Hotel. Dann lasse ich den Rekommendier das Licht aus. Dale. Halt doch die Klappe. Du versteckst dich nicht.
erstmal alles markieren, was man markieren kann. Keine Verstärkung mehr. Das war das Wichtigste. Scheiße, bin ich gut. Du hast nicht mal bemerkt, dass der hinter dir gestorben ist. Hund. So einen Hund zu treffen ist nicht so leicht, wie man denkt. Der ist auch weg. Das war's mit dem Hund. Noch einer weg. Genau, ich will einfach nur, dass du stehen bleibst. Danke. Da bist du ja. Palapinga, der will abhauen. Hey, dein Ziel verlässt das Gebiet. Scheiße. Okay, danke. Ich kenne eine Methode, um das zu verhindern. Jetzt kann er nicht mehr so leicht abhauen. Du entkommst nicht. Das ist für Carlos, du Wichser. Ja, mach ruhig. So, wo ist der nächste? Nee, jetzt im Ernst, wo ist der? Esparda, einer ist tot, aber die anderen sind nicht hier. Verdammte Wichser. Sieh dich im Hotel um, vielleicht kannst du ihre Spur aufnehmen. Ich will, dass sie sterben, Danny. Alle. Verstanden. Ich krieg auch keine Infos, wo, ne? Sieht aus, als wäre er auf seiner Ranch. Suchen wir den anderen Teniente. So, jetzt muss ich noch die Info holen, wo der andere ist. Wahrscheinlich irgendwo hier. Die Info. Es wird mir ja angezeigt, wo. Wenn hier ein Zettel liegt. Ist das die Möglichkeit? Nee. Könnte natürlich auch sein, dass auf der Farm die Info ist, ne? Unmöglich ist es nicht. Ach, wisst ihr was, damit ich nicht immer durch muss. Weg mit der Tür. Einmal hier runter. Hier sind keine Informationen. Komm ich hier irgendwo rein? Nö. Da oben. Im dritten Stock soll es sein. Wo habe ich was übersehen? Hier an der Wand vielleicht? Nö.
Da habe ich die Tür ja sogar rausgesprengt. Einmal mal kurz alles hochjagen. Wo ist denn die Drecksinfo? Ich suche und finde nichts. Ich muss doch nur einen doofen Zettel finden. Das sind die falschen Informationen. Wenn ich lang genug Sinden suche, finde ich was. Die Info, die ich suche, sagt er mir hier nach oben. Wo ist denn der Scheißzettel? Oben drauf oder wie? Manchmal liegen die Sachen so beschissen. Vor allem, das ist ein kleiner Zettel, den ich finden soll. Ein winzig kleiner Zettel. Es ist frustrierend. Das war auch nicht der richtige Zettel. Toll, da habe ich jemanden Zettel gefunden und es ist nicht der richtige. Spiel, jetzt gib mir irgendwas. Das ist natürlich auch nicht der Zettel, den ich suche. Kann da auch hier unten liegen? Nein, offenbar nicht. Ey, wegen so einer winzig kleinen Info jetzt hier am Suchen wie der Berserker. Okay, das ist schräg. Benja könnte in ihrem Lieblingsbau sein. Gefunden. Es wird Zeit, die beiden Arschlöcher auszuschalten. Okay. Hier ist einer. Kann ich mir direkt zwei Kisten auf den Weg holen? Ich mache mir hier eine Markierung hin. Okay, und ich muss natürlich versuchen, sie zu erwischen, ohne dass sie entkommen können. Hey. Hast du die Tanientes gefunden? Noch nicht, aber ich glaube, ich weiß, wo sie sind. Gut. Bring sie alle um. Beruhig dich. Was? Tschüss. Hast du den falschen Job ausgesucht? Die schweren Themen. Beantworte einfach die Frage. Sieh, Spada. Ich habe Menschen verloren. Meine Freunde. Wunderbare Freunde. Castillo hat sie mir alle genommen. Das wird nicht leichter, oder? Frag mich, wenn das alles vorbei ist. Ja. Das werde ich.
hätte jetzt natürlich auch da die Kisten noch holen können, aber muss jetzt nicht sein. So, Wagen lasse ich stehen. Ich gucke, ob ich mich hier hochschleichen kann. Dann versuche ich ein paar wegzusnipen. Da auf den Turm will ich, glaube ich, drauf. Hier muss ich gut aufpassen. Let's go. Euch hole ich alle weg. Du bist eh alleine. Du bist Freakill. Heimtückisch. Da ist ein Sunny. Den Sunny kann ich auch erschießen. Der steht auch alleine. Versuche mich da auf das Gebäude zu schleichen. Headshot. Okay, ich will auf das Gebäude drauf. Aber von nirgendwo werde ich besser auskundschaften können. Scheiße, du meinst ernst. Bist du alleine? Du bist dann offenbar alleine. Tschüss. Auch ein Free Kill. Ein Offizier. Ich muss vorsichtig sein. Ach, der stört doch nicht. Verdammt. Jetzt bleib doch mal stehen, Bekloppter. So, dich erschieße ich auch direkt. Das ist die. Tschüss. Das ist für Carlos. Ich habe neue Infos. Okay. Du kannst die Alte aus dem Spa von deiner Liste streichen. Die hatte ein paar Sehnen. Holt sie euch! Gut, scheiß auf sie. Hol sie dir! Bingo! Das mit den Kojoten wird Yannick nie erfahren. Auch eine Möglichkeit, Treppen runterzusteigen. So, das ist für Carlos. Normalerweise mache ich kein Teabagging, aber das war halt jetzt für den ehrenwerten Carlos. Der muss gerecht werden. Ich will nicht draufklettern, ich will da rein. Ich will die scheiß Kiste. Danke. Eine Stufe 4 Gewehr. Könnte besser sein als mein jetziges. Husarenfisch. War das nicht einer dieser Megafische? Handelsware. Nee. Karpfen, Enten. Husarenfisch. Robustes Plastik. Okay, nicht weiter wichtig. Entschuldigung, ich hab dich vergessen. Einen Moment. So, das wäre damit dann auch geklärt. Und da ist der nächste. Habe ich gehört. Ich mache das jetzt ganz schlau. Ich mache hier einen Absprung. Mache dann hier hin. Da ist Berge. Und kann dann direkt weiter darüber. Ich habe die halbe Karte von dem Gebiet schon fertig, ne?
kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wenn ich das so mache. Ein paar Kisten sammeln und gleichzeitig mit der Story vorankommen. Schade, ein bisschen zu spät geschossen. Ich kann eben meine Munition auffüllen, sofern ich jetzt hier nicht massiv nach unten muss. Nee, muss ich nicht. Ich kriege sogar noch mal ein bisschen Wasser teilen. Ja, einfach nur auffüllen und Primärwaffe... Nee, warte, Primärwaffe 3. So, einmal das installieren. Natürlich habe ich kein Zweitvisier. Ist ja wohl klar. Panzerbrechende, dann noch die Mods. In welche Reihenfolge ist egal. Ich weiß nicht, wofür man überhaupt ein zweites Visier braucht. Ich kann so auch ganz gut schießen. Und vergleichen. Ein bisschen kleinere Feuerrate, aber deutlich mehr Schaden. Nehme ich. So, dann hole ich jetzt eben die Kiste. Die ist ja direkt hier. Oder ist sie da oben? Nee, da unten im Wasser. Ich komme da schon dran. Warte mal. Ist da unten das Gerät, von dem ich denke, dass es da ist? Da ist eh ein Gyrokopter. Ich dachte, ich schaffe es noch rechtzeitig. Die anderen Male habe ich es auch geschafft. Wo bin ich jetzt gelandet? Am Arsch der Welt von Bielefeld. Ein zweites Mal versuche ich es nicht. Ich hole die Kiste offscreen. Ich will ein bisschen auch mal mit der Story vorankommen. Ich sehe schon den Ort, von dem ich aus snipen könnte. Hier oben vom Berg aus. Da rechts sind auch noch ein paar Türme. Ja, dann wenden hier von den Türmen aus, ne? Beziehungsweise von den Häusern. Böse Hand. Dich schalte ich mal kurz zuerst aus. Hab dich. Der ist am Boden. Jetzt kann ich einen Scheiß auf alles geben. Halt die Klappe. Bam, bam. Du bist tot, Hijo de puta. Wer will da noch was von mir? Ich habe hier eh schon gelootet. Ich war hier schon mal. Espada, es ist vorbei. Wirklich? Sie. Sie sind tot. Sie alle. Danny, ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Ich werde diesen Typ noch im Fluss versenken und ihr... im Teich. Pool. Wie man es nehmen will. Und ihr werdet mich nicht aufhalten.
So, habe ihn reingeschmissen. Oder besser gesagt, ich bin mit ihm ins Wasser gehüpft. Schön, dich zu sehen, Danny. Mal gucken, eine Mission müsste noch drin sein. Ah, der Bruder schon wieder. Hola. Das Lager beachtet mich nicht, also habe ich es observiert. Alle versuchen, José Castillo umzulegen. Aber sie arbeiten nicht zusammen oder planen etwas. Ich kenne José, dieses Arschloch. Okay. Um den zu erledigen, musst du zuerst den Luftraum zurückerobern. Zerstöre seine Flakstellungen, dann kann er dich nicht abschießen. Deaktiviere seinen Radarbunker und er kann dich in seinem Luftraum nicht mehr verfolgen. Ich kann nicht mehr tun, als dir und den anderen Strategien anzubieten. Für Papa. Gracias, okay, ich muss den Luftraum clearen. Wo ist denn der Bunker? Warte. Wo ist der? Da. Da war ich schon mal. Da habe ich mal gelootet. Wird ein Kinderspiel. Die Flugabwehrgeschütze habe ich, glaube ich, alle schon geschrottet. Müsste eigentlich tatsächlich keins mehr übrig sein. Was willst du eigentlich von mir? Hier war ganz unten eine FND-Kiste mit Schießpulver drin, falls einer fragen will. Ich nehme dir deine Vorteile. Sehen, wie gut ich als Hacker bin. Versucht jemand Ärger? Nope. Wisst ihr, wie ich das machen würde? Einfach draufschlagen. Diese langsame japanische Bandbreite. Ah, schon viel besser. So, die können ja eh nur aus einer Richtung kommen, ne? Falls jetzt welche kommen. Ich habe leider keine Annäherungsminen. Obwohl, doch, in gewisser Weise könnte ich welche haben, falls ich hier noch das wechseln darf. Nein, darf ich nicht. Dafür brauche ich eine Werkbank. Da, 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 60% habe ich schon. Jeden Tag eine gute Tat. Und ein Steak schmeckt herrlich zart. Ich bin bereit. So, muss ich da unten noch irgendwas machen? Na bitte. Also raus hier. Ich bin vorbereitet. Falls die irgendwas von mir wollen.
bin eh eine Ein-Mann-Armee. In Real Life wäre ich schon längst tot. Schnellreisen sind nicht möglich während dieser Mission. Okay, dann klaue ich mir den Heli. Die schneide ich einmal kurz weg. Damit die mir nicht den Heli runterschießt. Das Gute ist, wenn ich einen Holzshot mache, dann habe ich einfach instant volle Muni mit der Sniper. Ich muss nicht mal nachladen. So, irgendwas hier in der Nähe, was ich mopsen kann. Die Abfangmission könnte ich hier noch machen. Kann ich mich gleich nützlich machen. Hey, ich habe das Radar zerstört. Meine Familie hat so ein Glück, dass du da bist, Danny. Wenn du José das Herz durchbohrst, dreh für mich einmal mehr um. Einmal für seinen Vater, ne? Es ging richtig schnell. Danny, wir treffen uns bei der Susuro-Höhle. Du bist in der Höhle? Hast du Stunk im Lager oder sowas? Nein, nein, noch nicht. Komm einfach her, okay? Ich habe hier einen Notfall. Einen medizinisch-mechanischen Notfall. Okay. Komme sofort. Erstmal wird hier das erledigt, wenn ich schon hier bin. Ablagestelle bei Radina Kai bestätigt. Team zur Übergabe losschicken. Blöd gemacht. Sind auf dem Weg. Mal sehen, ob ich es vor den Soldaten zur Abwurfstelle schaffe. Wo ist es denn? Ich weiß nicht, wo du herkommst. Nee, jetzt mal im Ernst, wo ist es? Ich hab null Info, wo? Hallo? Krieg ich Info, wo ich hinfliegen soll dafür? Scheiße, tut mir leid. Ja, gelber Rauch, wohin? Ey, sorry, wenn du mir nicht im geringsten Informationen gibst, Spiel, kann ich auch nichts machen. Ich brauche Infos. Ich kann nicht ohne Informationen arbeiten. Das ist nicht möglich. Das ist genauso wie wenn du in einem Fachgeschäft sagst, geh mal da drüben hin, in keine Richtung zeigst, auch nicht irgendwie in seine Richtung guckst oder zum Boden guckst, zu der Person, von der du wolltest, dass man dir irgendwas holt. Oder wenn du in einem Weingeschäft sagst, ich hätte gern ein Glas, ich hätte hier gern eine Flasche Wein. Werden sich nicht bewegen. Sind zu wenig Informationen. Oder hier, wenn du in einem Blumenmarkt sagst, ich hätte gern ein paar Blumen. Und da dann nichts weiter kommt. Ich brauche Informationen. Danke. Sind auf dem Weg. Ich glaube nicht, dass die Soldados die Vorräte so dringend brauchen wie ich. Ich fliege mal ein bisschen höher. Und sobald er am Abkacken ist, nehme ich den Wingsuit. Weil der ist sogar noch mal eine Ecke schneller.
ich kann mich zurücklehnen. Es sind noch 900 Meter. Da war halt gerade eben wirklich nichts an Informationen. Ist doch klar, dass ich mich da nicht bewege. Kein Mensch bewegt sich, wenn da nicht ein Stückchen an Informationen kommt. Und in dem Schiffswrack da ist doch bestimmt was. Verstanden. Ich komme, Clara. Du gehörst mir! Hallo. Tschüss. Ich könnte dir sagen, was das war. Aber du lebst eh nicht mehr lang. Habe ich das Schiff schon? Egal, ich habe eine Vorratslieferung. Wäre das auch geklärt? Scheiße, ja. Das ist richtig gut. So, mal gucken, ob ich das Gefährt schon habe. Scheinbar ja. Okay. Absprung. Und zur Mission von Philly. Schrei nicht direkt wie am Spieß, Danny. Ganz langsam. So, Kletterhaken benutzen und abseilen. Das war noch zu hoch, okay. Ich mache eine Mission noch und dann Schluss für heute. Ich fange jetzt nicht groß an, hier alles abzusuchen. Ich höre immer noch einen Streit im Hintergrund. Ich bin hier oben. Heute ist es soweit. Du lernst mein neues Baby kennen. Diesel Daisy. Fütter sie mit Gasolina und sie gibt uns Diesel. Wenn wir den mit dem Schaum vermischen, haben wir Napalm. Napalm, Baby. Wir lassen José so hell brennen, dass man ihn vom Weltraum aus sehen kann. Öffne die Ventile, okay, und wir gucken, was passiert. Sei ganz zärtlich. Sie wird schnell nervös, wenn Fremde dabei sind. Wenn es nichts weiter ist. So ist gut. So gefällt mir das. Der Druck steigt. Jetzt die anderen Ventile. Ich arbeite dran. Da hinten ist wahrscheinlich eins. So, das ist an. Meine heißblütige Daisy. Komm, eins noch. Du brauchst Hilfe, Philly. Ja. Die Magie! Nein, 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 nein! Wir haben ein Problem! Ein großes Problem! Und das wäre? Verdammt nochmal! Willst du mit mir auch darüber sprechen, oder? Ja, ich würde ja! Scheiße! Daisy, ist der Kragen geplatzt? Hält! Wir brauchen neue Teile, um sie wieder... Okay, Held. Dann lass uns mal ein bisschen zaubern.
eine Platine und finde ein wenig Feli-Magie. Ist natürlich beides im echte Wild. Okay, ich hab's mir anders überlegt. Das machen wir beim nächsten Mal, weil darauf habe ich jetzt gerade keine Lust, um ehrlich zu sein. Wir starten beim nächsten Mal, irgendwo dort in der Nähe. Wenn es euch gefallen hat, auf Twitch ein Follow da lassen, auf YouTube ein Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal jetzt wieder. Tschüss!